Hallöchen. Träumchen, ich habe gerade Kaffee. Willkommen zu einer weiteren Folge Lies of P. Muss ich es euch sagen oder ja? Denkt doch bitte an ein Like, das wäre toll. Dankeschön. Würde dem Kanal helfen, würde dem Video helfen und es kostet nichts. Und ihr müsst euren Finger allerhöchstens 4 mm bewegen. Den Daumen. Außer ihr bedient das Teil mit eurem Geschlechtsteil dann. Ja, keine Ahnung, dann haut doch mit dem Sack drauf oder so. Ich weiß es nicht. Ja, egal. Damit haben wir das Niveau auch gleich mal wieder zu Boden gerafft. Schön. Ja, sag mal. Wir fangen gleich an. Nur so eine aus Neugier. Vielleicht bin ich dafür aus der falschen Zeit, aber das Spiel heißt ja Lies of P. Das klingt so ein bisschen nach so 2000er Rapper, wisst ihr? Da hat man den Namen auch so abgekürzt. Er ist der P-Dog sozusagen, weil Pinocchio spricht's nicht aus, es dauert zu lang, aber er ist P. Er ist P. Der P-Dog. Ich weiß nicht, warum ich auf so einen Scheiß kam, aber ja, na dann. Nochmal guten Schluck Kaffee und dann geht's auf. Die Abenteuer von P-Dog. Oder noch besser. The P. Ja, ich halte schon mal im Maul. Aber gibt's so, es ist nicht so abwegig. Es ist schon. Es war ja so damals. Oder ich habe keine Ahnung, das ist ja auch. Oh. Bei Wrestlern ja auch. Ich kenne mich null aus mit Wrestling, aber da gibt es ja auch so wie Double H oder keine Ahnung so und ESP. Ja, er hat einen ganzen Buchstaben. Du Held. Ja, keine Ahnung. Also, das war halt nur so mein absoluter sensationeller geistiger Fuck! Der ist auch mein geistiger Fuck. Dazu ging mir halt durch den Kopf. Klingt halt dadurch gleich ein bisschen so New Age Detektiv Story-mäßig, weißt du? So, es gibt ja auch hier die Frankenstein Chronicles oder keine Ahnung. Das ist eine Serie, die ist sehr gut, kann ich empfehlen. Ist echt geil. Und das sind einfach die Lies of P. Ja, okay. Wir haben uns wieder gesammelt. Au. Ach du Schande, der hatte eine Bazooka da hinten. Das kam mir fast so vor. Oh Gott. Was ist denn dein fucking Problem? So ein Tischbein? Oder ist das ein Schirm? Oh nein, es ist ein Fucker. Es ist so ein blöder Fucker. Die mit den Heugabeln oder allgemein diese, ich nenne sie mal Lanzenträger, die sind die Pest. Kaffee, du bleibst drin, du gehst nicht wieder raus. Was ist dein Problem? Ach, du bist ja schmeißerig. Hau ab. Schade. Oh, wollte schon gerade sagen, also die Feueranimation ist. Ich mag dieses sich alle 4 Frames wiederholende Feuer. Termit. Ja, Termit, kleine Anekdote am Rande. Manche kennen es vielleicht. Mit Termit hat man tatsächlich früher, ich weiß nicht, ob man es heute auch noch macht, Schienengleise verbunden. Das wird Todesheiß, das ist so ein Pulver. Chemische Wirkung, wisst ihr, das wird so fucking heiß, dass, ja. Das wird so heiß, weißt du? So heiß wird das. Was heißt denn so heiß? Mindestens so. Gott, wir sind heute schon wieder bei dumm angelangt, ich weiß, ja. Es ist auch ein bisschen später. Ich brauchte den Kaffee, ansonsten. Apropos. Ansonsten wäre ich heute nicht mehr groß zu irgendwas in der Lage. Ich bin nämlich ganz leicht erkältungsgeplagt. So, also minimal. Ihr kennt das bestimmt so. Bisschen Halskratzen, aber nicht tragisch.
So ein leicht hohles Gefühl in der Nase. Ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut, aber ansonsten. Scheiße, labern geht. Ah, oh, fuck! Hoppala. Wie ich es hasse, wenn das Spiel das macht. Ihihihihihi. Hast du wieder nicht auf den Boden aufgepasst? Ihihihihihi. Schön. Hilfsschülerspiel. Entschuldigung, nicht so gemeint, aber ihr wisst schon. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh no. Nein, 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 nein. No Kyo. Komm schon. Ey, yo. Das ist knapp. Ich habe keine Ahnung, was mir die erste gedroppt hat. Und es war mir auch relativ wumpe, weil ich habe sie beide erwischt. Puh. Oh Gott, schon wieder so viele Wege. Okay. Das wäre der weniger schlimme Auerweg gewesen. Hm? Ja, cool. Jetzt ist ja auch egal. Jetzt steht mir mein Aufziehschlüssel schon aus dem Schienbein raus. Was für ein Aufziehschlüssel, würdet ihr euch fragen? Wir spielen hier ein Puppenspiel. Das ist, ach, ist egal. Sag mal, hat das Spiel Hidden Walls, also unsichtbare Wände? Weißt du seine? Weil das hier, das ist so ein Moment, ne? Der schreit schon. Der schreit. Aber ich glaube Gott sei Dank nicht. Spart mir Nerven. Ich meine, cool wäre es schon. Ja, ja, versteht mich nicht falsch. Cool wäre es schon, aber dann, das muss ich jetzt nicht auch noch jede Wand abklopfen. Ach Gott. Also, echt jetzt, die kleine Pissbrücke hat hier die beiden Siedlungsteile miteinander verbunden. Nur die damische Brücke, oh wow. Oh nein, wir werden verhungern, unsere Brücke ist eingestürzt. Ja, das hättet ihr... Es ist schon wieder so ein asoziales Arschloch. Gott, wie ich diese Typen hasse, ey. Das hättet ihr euch vorher überlegen können mit eurer Brücke. Zumindest eine befestigte bauen. Wie wäre es aus, keine Ahnung, Stein? Oder halt, nein, ihr seid ja sogar der Elektrizität und das Metall ist mächtig. Wie werden wir es mit so einer, weiß ich nicht, wie die Tower Bridge, die kannst du sogar hochziehen. Das sollte doch möglich sein, oder? Aber nein, was machen wir hier eine aus Sparholz? Ich weiß, wir haben ja kein Geld, aber wir haben einen Deluxe-Friedhof. Schau mal, sogar Marmor hier. Wow. Und irgendjemand macht sich die Mühe und zündet hier regelmäßig alle Kerzen an. Cool. Cool. Das ist eine Leiche. Ich hab's so... Okay, das ist schön. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich verflucht schön. Ich hätte jetzt hier nicht unbedingt einen Friedhof hingesetzt. Hier wäre eine Siedlung doch ganz hübsch. Stell mal vor, hier so mit Wasserfall und so. Ja? Nee. Nee, hier hauen wir einen Friedhof her. Na, bestimmt. Aha. Okay. Ihr hättet hier auch einfach einen Zaun hinmachen können. Das heißt ja nämlich mal so Zaun, so... Du kannst hier nicht, du aber unsichtbare Wand. Also... Da.
Penner. Oh Gott, noch eine. Hi! Ja, noch ein paar Pommes dazu. Oder vielleicht noch eine Apfeltüte für die Kleinen? Scheiße. Oh, hat euer Plan nicht funktioniert, hm? Ach so. Es ist Tischbein David. Ja, und nu? Sägeblatt. Ich habe die Dinger bisher noch gar nicht benutzt. Sind die gut? Taugen die was? Oh, schau mal. Ach. Ja gut, ne? Kann man ja auch umständlich machen hier. Oh. Aha. Standard-Korrosionsbeständigkeitskonverter. Der wiegt bestimmt eine Tonne. Nein, der wiegt weniger. Ah doch, der wiegt ein bisschen mehr. Bietet weniger Feuerschadensreduktion, weniger Elektroblitz. Elektroblitz, was ein Wort. Reduktion und... Naja, physisch wäre ein bisschen besser, aber... Er wiegt halt einfach schon wieder mehr. Also, naja, ich passe erstmal. Wenn ich mal ein bisschen mehr tragen kann, denke ich drüber nach. Wenn man mich Muskel-Nokio nennen kann. Pi. Oder auch genannt The Muscle. Ja, das hat einen Klang. Das klingt wie so ein drittklassiger Wrestler. Wide Open Space. Was ist das da vorne? Eine Abschussrampe? Ah ne, das ist eine Seilbahn. Oder? Oh je. Oh je. Da ist einer. Aber das ist... Das ist schon wieder einer von diesen Affen, weil er hat die Waffe schon gezückt. Ich hab so Bock drauf, weißt du? Wer bist du jetzt? Hi. Darf ich? Was bist du denn? Du bist der Hund, hm? Okay. Ich darf ja, oder? Hallo. I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The Warum? Cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. Oh. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? Ja, kann ich. Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Zum Glück haben wir die Ratte erschlagen, sonst hätte ich den Gruß nicht gehabt. Merci. Aber die Waffe ist ja mal echt krass, die die alte da hat. Please be safe up there. Please be safe. Please be. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich wollte einfach nur please be hören. Ah, ja. Okay. Dann. Bis denn dann. Der Stalker-Gruß. Ladies and Gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway.
Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Fertig, danke. Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Ja, danke, dass ihr auch genervt schaut. Oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected, but what is that? Na, was? Was wo? Das da ist eine Laterne. Ein Sterngucker meine ich natürlich. Ah, halt ja, Stargazer. Oh, warte. Ah, schau mal. Was wir hier nicht alles kann. Das mit dem Schleifstein würde ich vermutlich nie machen, weil das würde Partien voraussetzen und... Oh. Oh, das ist ein Infizierter. Das ist einer, wo wir in der Stadt schon gesehen haben. Da ist schon eine Weile her. Das war kurz vor dem dritten Boss, vor diesem, den ersten, den wir mit Hilfe gemacht haben. Da war so ein Teil an der Wand hingewachsen. Ich erinnere mich. Oh, ich schätze, das war die Idee eines Menschen, so einen Stein zu fressen. Ging nicht so gut aus, offensichtlich. Ja, ging wirklich nicht so gut aus, ne? Naja, dann. Schauen wir mal. Wo müssen wir denn jetzt hier eigentlich hin? Oh, versteckt der Mondstein, ist sehr gut. Da vorne haben wir noch so ein Ding. Da komme ich nicht hin. War das so ein Hobby von euch hier oben? Steine fressen? Ich meine, ja gut, ich verkneife mir jetzt den Spruch, aber wenn es sonst nichts Besseres zu tun hast wie das. Aber wenn die weiterhin so angenehm bleiben, also gegen einen kommt man wundervoll zurecht. Ajo. 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 E-Beams 1 Nokio. Los rennen. Predictable. Nice. Hallo. Rennen. Danke. Und der nächste. Hallo. Yeah.
Alles vollkommen unter Kontrolle. Bei mehreren, glaube ich, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen bei den frühen Angriffen da. Aber ansonsten. Ja. Ja. Hi. Komm mal her. Hallo, komm mal. Und jetzt der nächste. Was denn? Perfekto. Und du. Wenn du brav bist, dann erschlage ich dich gleich am Boden. Okay. Hey, keine Sachbeschädigung. Kann ich da seitlich hoch? Au! Hey, einer von euch hat mir mal Damage gemacht. Glückwunsch. War meine eigene Schuld. Ich hätte einfach hier weiter kiten sollen und hat ja gut funktioniert. Aber nein! Ich war ja ungeduldig. Naja, wurscht. Wurscht, wurscht, wurscht. Meine Laterne eigentlich an? Of course not. Warum ist die aus? What's their problem? Wait, wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. Nur Steine gefressen. Sie dämlich sind. Noch mehr? Ja, ja. Ja, ja. Dachte mir schon. Hey, ein. Ist das. Ist eine Kapelle. Oh ja, da ist die Kapelle. Das ist ein Mausoleum. Hey, ja, cool. Das, wer mag sie denn nicht? Bete, du, der du erschöpft und verletzt bist. Eine Maschine. Kann ich nicht. Das widerspricht meinem Glauben an die Ölkanne. Hier geht's nur zurück, oder wie? Oder wo kommen wir da jetzt hin? Hm? Da ist ein NPC. Aha. Wer bist du? Darf ich kurz mal an dir vorbei luschern? Oh, bist du eine Frau? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, wir reden gleich. Ich beklau dich nur mal fix, ja? Brechkartusche. Na. Du wirst auferstehen und dich um das Land des um Land Gottes kümmern. Ja, weil wir es nicht lesen dürfen, noch einmal. Wenn der Engel seine Schwingen ausbreitet und den Heiligen umarmt, um die Kälte vergessen ist. Ja, und du bist. Ah, Mercy, I beg you, don't kill me. Nein. I thought you were from the organization. Never mind. My name is Janjo. I'm an a pharmacist. Oh, ja. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Sorry,
I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. Many substances can be poisonous. The precise dose is what separates medicine from poison. The gold coin fruit might just be a myth. But in the midst of an epidemic, it might be our salvation. Can you let me know if you find it? I'll give you this by way of payment. Oh. Es gibt verschiedene Arten von Wunschsteinen, die auf Würfel angebracht werden können. Die Verwendung von Würfeln verbraucht Wunschsteine. Du kannst einen Wunschstein auf einen Würfel ausrüsten oder ihn durch Yanjo oder einen Stargazer wieder auffüllen. Okay. Würfel. Ah. The people of ancient Krat knew how to bottle a wish upon a star. Wussten sie das, ja? They claimed special powers after distilling the wish into a cube made from a meteorite. I don't know how it works, but it's said to react to someone who has ergo and grant them power. If you can help me with the gold coin tree, I'll give you more of this. Seems there's a new threat every day, friend. I'm headed to the St. Frangelico Cathedral. Yeah. Ich hab keine Ahnung, wird schon passen. Seems there's a... I'm headed to... Ja, aber wie benutze ich denn den? Ja. Ah, meinetwegen. Ah, hier. Das ist ein Consumable, okay. Ah, ja, okay. Das ist dann wohl sowas wie Elden Ring, die Medizinflasche, ja? Würde ich spontan so behaupten. Die gewagte These anstellen. Oje. Oh, aber das ist beeindruckend. Schick. Oh, einfach mal eine gute alte klassische Inquisition. Ach, wie schön. Hi. Ich bin nicht Gregor. Man nennt mich auch gerne Nokio von und zu Pi. Macht ihr das alle? Wenn ja, dann seid ihr wohl bisher der angenehmste Gegnertyp. Oh, der wiederum sieht spannend aus. Dreh dich mal bitte um. Umdrehen. Nein, nicht fauchen. Drehen. Schau mal da hinten. Jo. Oh, natürlich hat er Poise, okay.
Alter, mach mal langsam. Da, ich gebe dir einen Grund zum Kreischen. Voll. Au! Ach du Scheiße! No. Oh nein, ich habe ja keine Heilung equipped. Oh, bin ich dumm. Und da ist natürlich eine Dreckstatue am Boden. Naja. Ich würde jetzt verrecken, weil ich mache viel zu wenig Damage. Das hat sich gleich gar erledigt. Und ich treffe immer mal nicht um den Zentimeter. Das Spiel kennen wir ja schon. Säurekanister, das ist neu. Toll. Platzieren Sie eine so eine Brunststatue. Eine einzige. Aber an der bleibst du hängen. Das wiederum ist eine schöne Aussicht. So ein bisschen Geheimweg oder so. Ich meine ja nur, das wird ja hier so ein bisschen, ne? Na, wir gucken mal noch eben. Das schaut doch ganz schön aus, oder? Kann schon verstehen, dass man hier oben ein Kloster gebaut hat oder was auch immer das sein soll. Saunaclub. Hm. Das hier wiederum sieht mir aus wie eine Druckplatte. Mit Omnis Picker bla 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 Sumis. Ich habe keine Ahnung. Was will das denn darstellen? Ein Shika-Auge? Ich glaube nicht. Eine Laterne wäre jetzt echt toll. Wir sind nämlich schon eine ganze Kante unterwegs. Dankeschön. Hab da schon was gesehen, glaube ich. Starke Atmosphäre. Oh ja. Und schön. Wirklich schön. Ist hier wie die Inquisition hinter uns dann jetzt oder wie ist das? Nee. Oh. Ja, ja, wir gehen ja hier wieder rein. Ich weiß, hier ist schön. Hm. Ich meine, wenn man schon kann. Alter, ist ja gut. Muss nicht so laut sein. Ihr, die ihr gesündigt habt, tut Buße mit euren Tränen und klickt es nochmal an, wenn ihr es tatsächlich lesen wollt. Nur wer seine Seele gereinigt hat, darf weitergehen. Hab keine Roboter. Ach du Fuck. What the hell? Okay. Ja. Oh no. Seht ihr, das ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke,
Nokio hebt deine Haxen hoch, da ist offenbar ein Weg rüber, aber nein. Auch das da, das ist lumpiges Holz. Nee, du musst da jetzt runter in die Hölle. Ja, ja. Ui, 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 ui. Ach du Scheißdreck. Okay. War es eine dumme Idee, jetzt noch weiterzumachen? Hätte ich vielleicht da oben den Part für heute gut sein lassen sollen. Ich bin mir so unsicher. Naja, eigentlich nicht, aber... Oh. Oh, hey. Na? Was ist das für eine Plotte? Verfall. Und ich komme hier halt nicht mehr raus. Okay, cool. Eieiei, das war sehr knapp. Ah, schön machst du das. Komm, renn. Hast du mich gerade Idiot genannt? Oh. Oh. Okay, ist das... Das wäre, glaube ich, gar nicht so gut, oder? Okay, pass auf. Ja, es ist ja jetzt nicht so weit. Komm, wir probieren's und hopp. Ja. Das war nicht so schlau. Ja, hey, Mensch. Oh, hey, du bist jetzt hier, ne? Hi. Gold coin trees are said to blossom. Geh mir nicht auf den Sack mit deinem blöden Goldmünzenbaum. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du dich in die Schlotzerrunde abgibst? Ne? Ich auch nicht. Ich möchte es nicht machen. Aber nie. Ich hab die Fäulnis. Goldmünzenbaum. Ja. Du mich auch. Mein Scheiß wieder. Jetzt getriggert, ja. Los, Ninja Move, mach mal richtig Naruto Hop, richtig. Los. Daneben nicht. Dann hau ich so einfach die Scheiße aus dir raus. Kann gerade nicht. Los. Naruto, genau! Oh. Noch einer? Oh, hi. Gerade noch so gerettet, sonst wollte ich sagen, ey, der guckt dir unter den Rock. Was ist denn Katzenstaub? Was ist jetzt das Perverses? Wieso Katzenstaub? Was soll die Scheiße denn jetzt? Also, nee. Jetzt lass doch die Katzen da raus, Mensch. Da! Katzenstaub. Ach du fuck, ist der dick. Ja, also, wie wollen wir denn das jetzt regeln? Was kannst du Besonderes da drüben?
Nix. Er kann Dinge werfen. Hallo. Ja. Du bist was ganz Besonderes, ich merke schon. Oh, oh, oh nein! 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 Au! Aber man kann das Ding backstabben, das ist schon mal gut. Okay, nochmal. Das ist eine Frau gewesen oder so. Ja. Mama Shabubu ist nicht erfreut. Ja. Nein. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Humbug? Oh mein Gott, tut das weh! Ei, 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 ei. Okay. Irgendwie weigere ich mich. Naja, machen wir mal weiter. Da ist ja auch noch so ein Vordächchen. Vielleicht kommen wir da von oben drauf oder so. Ich weiß auch nicht. Ah! Ja, gut. Hätte ich es mal gewusst, ne? Da ist wieder so ein fettes Elend. Ergo-Fragment. Nope. Und dann nehmen wir mit. Das war sehr knapp. Noch so eine dicke. Ach du Scheiße. Oh no, Mister. Oh ne. Oh! Oh, hallo, wo bin ich denn? Ja gut, das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Hey, ich habe ein Secret gefunden. Nein, eigentlich nicht. Die Zeit höher. Ja, oh. Ja. Ja, nochmal. Oh, oh. Lief akzeptabel. Oh, hi, noch mehr. Aha. So. Hallo. Hi. Los, lauf. Oh, wow.
Natürlich bleibe ich wieder hängen. Dieses Drecks hängen bleiben. Aber ich bin froh, dass das nie für Gegner gilt. Okay. Ja. Also ein Rückweg wäre langsam mal echt schön. Oh, was? Das kann ich da echt hoch? Oh je. Das wird echt eine knappe Nummer. Au! Na, nicht noch. Oh nein! Ich muss so da weg. Ach, Gott sei Dank. Murmel, kill ihn. Ich glaube, der ist tot. Und ich habe Heilung. Ich habe Heilung! Da geht's auch noch. Ja. Mindestens eine. Na geil. Oh Gott, es sind drei Stück. Hilft nichts, die sind gute Heilung. Und die Quaste, die steht so weit hinten. Und auch noch verfehlt. Ach, Nokio. Die Zeit wird langsam etwas knapp, möchte ich meinen. Wir kratzen langsam am Limit. Ich guck mal hier hinten noch. Ach du Scheiße, es geht noch weiter. Oh. Aber das müsste gehen. Ah ja, es geht. Ah. Habe ich nicht. Scheiße. Aber sollte ich mir merken. Lass doch bitte los. Was bist du? Der Erzbischof ist tot. Diejenigen, die noch am Leben sind, müssen vor den Toten fliehen. Aha. Hier bekommst du das erste Mal gesagt, wenn man springen muss. Okay. Ist das irgendwo kaputt? Da ist kaputt. Okay.
Ah, die Kacke ist weg. Schön. Hebel. Ah. Jetzt geht's andersrum. Das ist eine Abkürzung. Damit kann ich arbeiten. Sieht nach Arena aus. An der Stelle würde ich aber sagen, ich muss den Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann hier wieder. Wir haben ja jetzt eine Abkürzung. Also danke fürs Einschalten. Denkt an ein Like. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.